Intelligent Business Operations, kurz IBO, ermöglicht Echtzeiteinblicke in das operative Geschäft zu gewinnen und diese Einblicke mit entsprechenden kontextbezogenen Maßnahmen zu verbinden. Also in kurz, ich erhalte ein gesteigertes Situationsbewusstsein und kann dadurch im richtigen Moment die richtige Aktion einleiten. Beispiel wäre, ich erkenne einen Betrugsversuch frühzeitig und kann die entsprechende Transaktion blockieren. Oder ich weiß, einer meiner guten Kunden ist gerade in der Nähe von einem meiner Geschäfte und kann ihm eine personalisierte Nachricht zukommen lassen. Bei IBO gibt es immer die drei wesentlichen Schritte. Zunächst die Integration, also die Anbindung an interne und externe Datenquellen, damit ich erstmal die Daten, die ich auswerten möchte, in Echtzeit zur Verfügung habe. Der zweite Schritt ist dann die Abbildung der Business-Logik. Da möchte ich natürlich Kennzahlen und Muster berechnen und ich muss erstmal mich fragen, welche Kennzahlen und Muster sind für mein laufendes Geschäft überhaupt relevant. Und der dritte Schritt ist dann die Visualisierung und Aktion. Wie möchte ich die Kennzahlen und Muster aufbereiten für Entscheidungsträger oder auch für automatisierte Maßnahmen? Das heißt, möchte ich einen Prozess anstoßen oder eine Nachricht versenden? IBO ist noch relativ jung, geprägt von Gartner, der Begriff, und wird sich in den nächsten Jahren massiv weiterentwickeln. Es ist eine wichtige Komponente für das digitale Unternehmen. Es ist eine Art Enabler sogar. Ja, mit IBO wird eine Intelligenzschicht auf die bestehende Integrations- und Prozessebene draufgelegt. Und es ist von der Funktionsweise vergleichbar mit einem Gehirn. Ich kann kontinuierlich meinen Datenaustausch überwachen, analysieren, auf einer technischen Datentransferebene, aber auch auf der Prozessebene. Und kann dann, wie das Gehirn auch tut, im jeweiligen Kontext entsprechend reagieren. Und mit IBO wären völlig neue Geschäftsmodelle überhaupt erst möglich, wie zum Beispiel im Bereich Customer Experience Management oder im Bereich Industrie 4.0. IBO befasst sich ja, ist eine Verbindung aus Echtzeitanalyse und Entscheidungsunterstützung. Und das passt sehr gut zur Software AG, da wir sowieso unseren Fokus im Bereich des Real-Time Business haben. Wir sind nicht der klassische BI-Hersteller, der Daten nachgelagert auswertet. Und IBO ist eine Ergänzung zu den Portfolio von klassischen BI-Anbietern. Natürlich muss man nach wie vor die Daten, historische Daten, analysieren, aufbereiten für strategische und taktische Entscheidungen. Aber der Trend ist ganz klar sichtbar. Das Business bewegt sich immer mehr in Richtung Realtime. Ich habe nicht mehr so lange Zeit. Ja, das Zeitfenster, um Daten zu analysieren und darauf zu reagieren, wird immer und immer kürzer. Und genau da ergänzt IBO die klassische nachgelagerte Analyse. Und der Schwerpunkt der Software AG ist genau in diesem Bereich Echtzeit. Da haben wir in den letzten Jahren strategische Einkäufe gemacht mit Terracotta, mit Apama, mit Presto. Und diese Best-of-Breed-Technologien haben wir entsprechend integriert zu einer Plattform, um diese Real-Time-Business-Anforderungen abbilden zu können. Zu den schon erwähnten technologischen Vorteilen. Ja, wir haben diese Produkte nicht nur gekauft, ja, die Firmen gekauft, sondern die Produkte auch integriert. Das heißt, es gibt uns erstmal einen Vorteil technologisch gegenüber dem Wettbewerb, die manchmal nur einzelne Komponenten anbieten oder auch im Vergleich zu Open Source. Ja. Da muss ich die Integration selbst machen. Ja. Während bei Software geht, kommt das Ganze schon integriert und getuned zum Kunden. Und auf dieser technologischen Plattform bieten wir mit IBO sogenannte Solution Blueprints. Das heißt, vorgefertigte Muster, wo ich für einen gewissen Use Case, wie meinetwegen Electronic Trading oder Trade Surveillance oder auch Customer Experience Management, vordefinierte Business-Logik und vordefinierte Dashboards bereits habe, die dem Kunden mit der Technologie an die Hand geben kann, sodass der Kunde ein kürzeres Go-to-Market hat. Und da liegt natürlich ein klarer Vorteil für den Kunden drin. Er hat Leute, die sich mit der Technologie auskennen, die es überlegen und natürlich auch, er kann seine Lösung schneller an den Markt bringen und damit mehr Geld verdienen.